Guck mal, wie gut wir das machen. Na, aber hallo. Das Blöde ist, das Puzzleteil hat Licht gemacht. Das heißt, ab jetzt sehen wir nichts mehr. Kann ich von hier aus nicht runterspringen? Doch, na klar. Sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Ich sehe überhaupt nichts. Okay, geschafft. Ohne großartige Probleme kommen wir hier wunderbar durch. Das ist Leben, sage ich euch. Ja, mit der Trennplatte haben wir nachher noch genug zu tun. Hier wäre der Schalter gewesen. Ja, brauchen wir nicht mehr. Deswegen geht er auch nicht an, weil wir das Puzzleteil schon haben. Sehr schön. Nichts mit Trennplatte. Alles ist geschafft. So, dann können wir uns hier wieder entfernen. Und ich bin gespannt, wo wir hier jetzt rauskommen. Also ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele Gänge. Sehr, sehr viele Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen. Da sieht es so gasig aus. Das gefällt mir ja gar nicht. Oh, und da sieht es rot aus. Rot gefällt mir auch nicht. Oh, das ist schon was anderes. Die Generatorenhöhle. Da brauchen wir, glaube ich, die Feuereier. Ja, dadurch machen wir Licht und wissen genau, wo wir lang müssen. Dankeschön. Okay, wir dürfen nur nicht runterfallen. Das wäre hier passiert. Hier müssen wir es anders machen. Oh Gott, ich hoffe, ich kann da ja noch gegen die Hexe kämpfen. Wie lange ich schon nicht mehr mit diesen Eiern so gezielt habe. Okay, sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Frage ist, wofür ist der letzte Generator? Nur für hier vorne? Das ist ja Blödsinn. Ich hab schon gedacht, hier gibt es was Schönes jetzt oder so. Wären wir hier so hochgekommen? Nicht euer Ernst. Doch bestimmt. Ja gut, ich will es nicht weiter probieren. Wir gehen wieder zurück. Das haben wir jetzt auch schon geschafft. Im Tunneltrakt. Dann kommt das hier. Und hier sind wir wieder zurück in der Klunkerkluftmine. Ah ja, perfekt. Oh, wir haben schon sehr viel erkundet, würde ich sagen. Und irgendwo war noch ein großer Stein. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Aber hier gibt es auch noch einen Teleporter. Moin. Schön, euch zu sehen. Ist hier oben noch was drauf? Auch noch ein Stein. Mensch, hier gibt es aber ziemlich viele Steine. Der zweite von 9 schwarzen. So, jetzt haben wir eine Schwierigkeit. Der Stein dort hinten, den wir im Wasser gesehen haben, da müssen wir in eine ganz andere Welt, um zu erlernen, was wir damit machen müssen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das freischalten. Insofern machen wir jetzt erstmal ganz normal weiter und finden ein neues Abteil, der Bahnhof, der Klunkerkluftmine. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, mit Teleportationsplatten und mit solchen Röhren dann hin und her zu reisen. Nein, es gibt auch tatsächlich einen Zug, mit dem man reisen kann. Außer Betrieb. Zug ist in der Klunkerkluftmine entgleist. Das hat mich gemerkt. So sieht's auch aus hier. Wenn wir jetzt hier reingucken, gibt's auch nichts Besonderes. Nein, in Schaffis Waggon. Gut, hier scheint wirklich nichts zu sein. Wir haben erstmal keine Chance, können nichts machen. Das heißt, wir müssen uns erst einmal an die Zauberer wenden. Oder aber, da gab es noch zwei Räume, die wir noch nicht gemacht haben. Hauptsächlich der eine Raum mit den ganzen Steinen.
Den machen wir mal zuerst. Und dann verwandeln wir uns mal. Oder gehen zu Mumbo. Vielleicht will Mumbo uns ja diesmal verwandeln. Ach, ich freue mich. Das Spiel ist einfach nur schön. Aber auch bockenschwer. Wenn man nachher gegen Kanarien-Carla antreten darf, das ist nicht leicht. Will ich euch mal so sagen. Das kriegen wir nur anders auf. Das machen wir später. Yeah. Okay, aber hier war doch irgendwo noch ein Eingang zu irgendwas. Warte mal. War das hier? Ich gehe da nochmal durch. Nee, ich glaube, da waren wir schon. Nee, hier war das. Genau. So, ein paar Eier waren hier drin. Oh, eine leere Honigwabe. Dankeschön. Ein Jinjo. Federn. Okay, immerhin. Eine leere Honigwabe in dem Ganzen, das ist doch ganz nett. Hier geht natürlich die Luft zur Neige. Hier ist alles voller Gas. Und für sowas hat man früher Vögel verwendet. Wenn die gestorben sind, die waren ein bisschen feinfühliger, wusste man, wir sollten hier raus. Hier strömt Gas aus. Nicht immer hat man das gleich gerochen. Gut, die Teleporter sind soweit alle verteilt, ne? Dann haben wir jetzt alles gesehen. Teleportieren wir uns erstmal zum Ein- und Ausgang der Welt. Dann machen wir uns erstmal zu dem, was Humba Wumba aus uns machen möchte. Ja! Eine Sache gibt's noch. Aber da gehen wir später hin. Moin Humba! Jetzt haben wir auch bei dir einen Teleporter. Warum redest du nicht mit mir? Du hab ihn, Globo. Wollen es Humba geben? Natürlich! Natürlich! Ich werfe es einfach hinein. Zauber fertig. Spring in den Wumba-Becken. Schwupps. Und wir werden zu einem Zünder. Juhu. Wumba das nennen. Detonator. Du linken Stick betätigen, um zu bewegen dich. Und du drücken X, um zu ausführen. Selbstzerstörungsattacke. Eigentlich komme ich mir eher asiatisch vor als indianisch. So, wir gehen hier hin. Und zack. Gucken wir erstmal rein. Guten Morgen. Hier drüben kannst du mich aus diesem fürchterlichen Dilemma befreien. Wer bist du überhaupt? Ich bin Kanarien Carla. Ich wurde immer vorausgeschickt, um die Gänge auf Gas hin zu überprüfen. Wenn ich gestorben wäre, hätte man gewusst, dass es nicht sicher ist. Nett. Ich kann mir schönere Jobs vorstellen. Sie haben mich zurückgelassen. Ich fürchte, ich mache es nicht mehr lang. Keine Bange, Kisui wird den Käfig aufbrechen. Wenn es sein muss. Juhu, ich bin frei. Es sind Momente wie diese, die ein solches Abenteuer bereichern. Ja, aber ob sie wirklich eine Bereicherung ist, das werden wir später feststellen. Ich mag die Alte einfach nicht, sie ist furchtbar. Aber gut, wir müssen mit ihr leben. Da müssen wir durch als Lurch, wenn wir ein Frosch werden wollen. Und sie will offensichtlich wieder frei sein. Das haben wir erreicht. Allerdings trägt sie nur so ein Kostüm. Guck mal, die hat die Federn so unten mit rangeklebt. Das ist sehr interessant. Und man zeigt natürlich genauestens, wo sie hinfliegt, denn wir haben mit ihr noch was zu tun. So, jedes Mal kostet es uns Energie, irgendeine Kiste zu öffnen. Aber mehr scheint es hier auch nicht zu geben. Ist das noch eine Rare-Kiste? Nee. Sehr schön, dann können wir gehen. Dann haben wir das hier jetzt wenigstens schon mal hinter uns gebracht. Toll ist auch, dass wir mit dem hier einfach über Wasser hinwegschwimmen können.
Der Detonator, der hat sich da nicht so. Hier haben wir auch noch was gesehen. Das weiß ich noch. Ich glaube, ein Gefängnis oder so. Boing, 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 boing. Ah, nee. Hier war das Haus. Ah, gut, den haben wir das befreit. Ich muss hier zwar nie wieder her. Aber das ist dann schon mal durch. Gut. Dann können wir wieder verschwinden. Verschwinde, verschwinde, wieder vor zum Winde. Wo gehen wir jetzt hin? Guck mal dort unten rein. Gegebenenfalls ist da noch was. Mineneingang. Ich glaube, hier ist nicht so viel. Wir nehmen schon mal Honigwaben mit, denn uns geht es ja nicht ganz so gut. Ich glaube, hier soll ich nicht mit dem Detonator her. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Bin ich auch noch nie gewesen. Nee, nee, definitiv nicht. Gut, wir gehen wieder zurück. Ja, um den einen Ginger müssen wir uns später kümmern. Wenn es soweit ist, sage ich euch Bescheid. Wir gucken nochmal ins Haus rein. Vielleicht müssen wir da auch noch irgendwas in die Luft sprengen. Wir hauen hier alles in Stücke. Nö, hier muss nichts gesprengt werden. Danke, war schön. Das hätte ich eigentlich auch gleich machen können. Obwohl, nee, das lohnt sich erst, wenn der Stein da ist. Gut, da ist nichts. Da sind die Schuhe drin. Unten im Wasser scheint sich auch nichts zu befinden. Dann gucken wir hier nochmal rein. Ja, jetzt muss ich alles nochmal als Detonator ablaufen. Mit Mumbo weiß ich wenigstens, wo ich hinzugehen habe. Ach so, hier waren die Steine drin, genau. Mit Mumbo gibt es bloß zwei verschiedene Platten. Wir haben eine beim Zug gesehen und eine bei dem großen Stein. Das reicht eigentlich auch. Hier schon wieder Humba Bumba. Hier waren wir schon. Wobei, komm auch. Waren wir auch da hinten bei Kanarienkala? Ich glaube noch nicht. Ah, ich weiß, hier muss ich her. Einmal wegen dem Stein hier oben, aber das hätte ich auch anders wegmachen können. Jo. Guck mal kurz rein. Dynamitdepot. Eingang. Okay, da muss ich mit den beiden Vögeln hin. Banjo, dem Vogel, und Kazooie, dem Bär. Aber hier drin muss ich rein. Moin. Keine Zeit für euch. Ich habe zu tun. Wir müssen einmal hier oben den Gang für dieses piepsende Ding freimachen. So, dann gibt es hiernach auch nur noch das Gefängnis, an das ich mich erinnere. Alles andere kommt von allein. Sehr schön, dieses seltsame Gerät ist jetzt erstmal in der nächsten Höhle, beziehungsweise im nächsten Raum. Dort wird es warten, bis sich auch drüben noch ein Weg auftut. Was für ein Weg, sehen wir später. In der nächsten Welt. Muhaha. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Wir sind soweit eigentlich durch. Jetzt müssen wir nur noch den Jinjo wiederfinden, der im Gefängnis saß. Dann haben wir alles geschafft. Dich mache ich jetzt mal kaputt. So, dann sind wir wieder fit. Fit im Schritt und die Honigwaben müssen mit. Humba, wo war jetzt das Gefängnis? Hö. Ich glaube hier hinten irgendwo bei Mumbo. Wir gucken mal. Kriegen das schon raus. Also beim Zug hinten ist nichts mehr, das weiß ich. Da ist wirklich nichts Besonderes. Da ist auch nochmal Mineneintritt Nummer 2. Ja, perfekt. Ich komme, Jinjo.
Rumsbums aus die Maus. Und der Jinjo, der muss raus. Muss man sehr langsam durchgehen, damit man auch durch die Tür durchkommt. Jinjo! Oh, ich bin gefangen. Ich komme nicht mehr raus. Verdammt, noch eins. Okay, das wäre geschafft. Jetzt gucken wir hier nochmal. Ja, hier war auch noch was, aber das hatten wir alles geschafft. Genau. Dann könnte man auch hier nochmal als Dynamit durch und würde hier wieder rauskommen. Gut. Beziehungsweise als Detonator, nicht als Dynamit. Okay, dann suchen wir uns jetzt die nächste Teleportplatte und gehen zurück zu Humba Wumba, um uns wieder zurück zu verwandeln. Sind wieder da. Wubada, wubada, wubada. So, und jetzt ist unser wunderbarer Momo dran. Jetzt kommt der an die Reihe. Wir haben zwar noch zwei Dinge zu tun, aber die kriegen wir schon locker hin. Eigentlich haben wir noch drei Dinge zu tun, hier in der Klunkerkluftbiene. Und ich glaube, mir fehlen auch noch ein paar Noten. Kann das sein, Mumbo? Weißt du davon was? Willkommen zurück, Bär und Vogel. Wir haben einen Globo. Müssen Zauberwesen geben, Mumbo, wenn Hilfe wollen. Wollen Mumbos Hilfe? Klar, warum nicht? Natürlich, wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Es werfen in Mumbos Tasche. Sehr schön, jetzt sind wir wieder Mumbo, Mambo Jumbo. Der allerdings hat weniger Honigwaben als Bär und Vogel. Ich glaube, immer eine weniger als die anderen beiden. So, Mumbo, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Theoretisch hätten wir uns teleportieren können, dann hätten wir nicht so weit laufen müssen. Muss jetzt gerade mal überlegen, wo ist der Bahnhof? Da. Jeha! Und dann müssen wir noch zu dem großen Haus mit dem Stein, mit dem Fels. Weiß ich jetzt nicht, wo das war. Aber wahrscheinlich wieder Richtung Eingang der Welt. Train Station, hier sind wir richtig. So, viel Erfolg, Mumbo. Du schaffst das. Hoffen, das funktionieren. Hervorragend gemacht. Mumbo, ich bin stolz auf dich. Er hat jetzt den Zug wieder auf die Gleise gestellt und wir werden uns gleich um den Zug kümmern. Jetzt gehen wir erstmal noch zurück und gucken mal, wo wir denn den großen Stein haben. Aber da gab es, glaube ich, auch eine Teleportationsplatte, oder? Vor dem Schredderschuppen. Ganz genau.